Wenn man insgesamt das Spiel sieht, dann haben wir heute was liegen lassen. Ich glaube, die Chance war heute definitiv da, hier in Italien zu gewinnen. Und deswegen ist es schade, vor allem wenn man kurz vor Schluss so eine Riesenmöglichkeit hat wie wir. Wir wollten natürlich unbedingt gewinnen. Wir wissen, dass es ein sehr, sehr emotionales Spiel auch ist. Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns ist. Und das hat man dementsprechend auch auf dem Platz gesehen. Man hat deutlich gemerkt, dass beide Mannschaften das Spiel gewinnen wollten. Und dementsprechend war die Aggressivität im Spiel. Man hat es gemerkt, die man gegen Italien immer hat. Und ich denke, wir haben teilweise wirklich sehr, sehr gut dagegen gehalten. Wild fand ich es nicht, weil beide sehr, sehr taktisch diszipliniert gespielt haben. Dass es ein bisschen ruppiger zuging. Ich glaube, das lag nicht unbedingt an uns. Und ich weiß nicht, ob es unbedingt an den Italienern lag. Da war auch noch wer anders auf dem Platz. Wir spielen hier in Mailand, ist klar, dass es zur Sache geht und gegen Italien ist nie ein Freundschaftsspiel. Man darf das nicht so oft an den Positionen festmachen. Wir sind flexibel, wir müssen einfach nur die Räume besetzen, da ist es ganz egal, welche Position wir da spielen. Man kann sich fallen lassen, man kann die Positionen tauschen. Ich denke, das macht unser Spiel auch aus und deshalb darf man das, wie gesagt, nicht an dem System oder an den Positionen festmachen. Das sind gute Tests für uns. Man hat es heute gesehen, wir mussten richtig dagegenhalten, richtig ackern. Da sieht man oder da nimmt man eine Erkenntnis heraus oder kann Erkenntnis mit rausnehmen. Und so wird es auch in England sein. Es werden ein paar Zuschauer kommen, denke ich, in dem Stadion. Und es ist ein sehr guter Gegner, der auch irgendwo immer als Mitfavorit genannt wird für das Turnier im nächsten Jahr. Von daher freuen wir uns drauf.